Hi Freunde, heute gibt es ein kleines neues Review und zwar von dieser wunderschönen Gitarre hier, die habe ich schon ein paar Mal in die Kamera gehalten, mal so ganz kurz, ne? Habe sie auch schon mal ganz kurz angespielt gehabt, aber ein Review von dieser schönen Gitarre fehlte bis jetzt, das hole ich jetzt nach. Das hier, das ist die ESP LTD EC256. Wie die klingt und die Specs kommen jetzt. Thank you.
Split-Modus. Ja, Freunde, okay, dann war es das mal hier mit einem kleinen Soundbeispiel. Und jetzt erzähle ich was ein bisschen zu der Gitarre. Das ist eine Anfängergitarre von LTD. Die größere Schwester ist ja die LTD ESP. Es gibt noch eine 401er, die ist ein bisschen hochwertiger. Da gibt es noch eine ESP LTD EC 1000, ja. Es gibt verschiedene Serien. Die 1000er sind meistens dann schon mit Ebenholzgriffbrett. Diese hier, das ist eine von den unteren Preissegment, ist aber jetzt nicht unbedingt, jetzt würde ich jetzt so sagen, ein Anfängerinstrument, ja, sondern die Anfängerinstrumente von den Marken erkennt man eigentlich immer daran, wenn es eine LP sein soll, dann ist meistens der Hals geschraubt, ja. Das ist jetzt in diesem Fall hier nicht der Fall. Die hat gekostet, glaube ich, so zwischen 300 und 350 Euro. Ja. Eigentlich auch schon ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, wie ich finde. Diese hier, die kommt aus China. Es ist eine etwas ältere dieser Art. Die heutigen Modelle der 2, 5, 6, die kommen alle aus, ich glaube, aus Vietnam. Kommen standardmäßig aber in einem etwas anderen Finish, beziehungsweise mit einer etwas anderen Ausstattung. Ja. Und zwar ist im Original, glaube ich, sind die Humbucker-Rahmen sind in Cremefarben gehalten. Und der Toggle-Switch ist hier ein anderer. Die Potis, glaube ich, auch. Ich muss sagen, ich habe die Gitarre gebraucht gekauft, natürlich, ja. Weil ich sagen muss, ich finde diese Optik doch ziemlich geil, ja. Es ist ja dieses leicht geagte, gerelickte, wie auch immer, Look, den man jetzt bei den größeren Marken nicht unter 5.000, 6.000 Euro findet. Aber ich wollte mal so ein bisschen so den Flair haben von einer geagten Gitarre. Das haben die Chinesen bei dieser Gitarre recht gut hinbekommen. Ja, also die Bindings, da haben wir den Gurt hier weg. Ja, die Bindings hier, die sind angegilbt, ja, so als ob die Gitarre schon so einige Jährchen auf dem Buckel hat im Proberaum mit viel Rauchen und keine Ahnung was, ja. Dann haben wir hier noch so ein paar Gebrauchsspuren, ne? Die bewährte Gürtelschnalle. Ja, da ist dann der Lack an der Stelle ein bisschen abgeschliffen worden, damit man die Mahagoni-Struktur darunter sehen kann. Ja, hier vorne auch, ne? Hier so an dem Armansatz ist sehr schön gemacht. Ne? Und ja. Hier unten an dem Pot ist auch so ein bisschen, also mir gefällt das ganz gut. Und auch hier an den Seiten vom Griffbrett, ja, an den Seiten vom Griffbrett, da ist ein bisschen so der Lack abgenommen worden. Der ist schick, ne? Und hier oben auf der Kopfplatte, da sind auch so ein paar Sachen, wo der Lack abgenommen wurde, hier oben an den Ecken.
Ne, da am Stimmwirbel und so. Auf der Rückseite auch an so typischen Stellen. Ja, wo oft auch auf natürliche Art und Weise der Lack verschwindet. Auf mysteriöse Art und Weise. Ja, also ein schickes Instrument. Der Typ, der die vorher gehabt hat, der hat die ein bisschen bearbeitet. Ja, der hat den matten Lack, der ja dann immer kommt mit dieser Gitarre, den hat er ein bisschen aufpoliert, ne? So dass es ein bisschen glatter hier wird, ein bisschen geschmeidiger ist, ein bisschen mehr nach Original gerelickt aussieht, ne? Also schon. Und auch der Hals. Den Hals, den hat er auch ein bisschen nachbearbeitet, dass es ein bisschen abgegriffener wirkt und nicht so dick lackiert, ne, wie bei den heutigen Gitarren. Ja, und das Original, die Originallackierung sieht man halt eben an so Stellen wie hier, ne, wo dann ein Riffmonster, ein Rhythmusgitarrist in der Regel nicht so häufig hinkommt, ne? Ja. Dann hat er die Bundstäbchen erneuert, ja, weil der Jan, von dem habe ich die Gitarre gekauft, der hat die Gitarre über viele Jahre hingespielt, ja, war mit ihr im Studio, er war mit ihr auf der Bühne und so, na, hat er sie gut abgerockt und so. Und neu bundiert hat er sie selber gemacht, ja, hat ein paar Lackausbesserungen gemacht, ne? Also sieht man auch hier. Ich versuche das hier einzufangen, wenn man das hier sehen kann. Ja, hier oben, da hat er so ein paar Nachbesserungsarbeiten machen müssen. Ja, aber ich finde es ganz, ganz okay eigentlich, ja. Ja, hier sieht man, hier ist es abgewetzter als hier. Ja. Und ja. Also mal kurz zu den Specs. Ist eine ESP LTD, eine Kopie einer Les Paul, wenn man so will, der klassischen Art. Ja, es ist, ich meine, ja, ist Mahagoni, eigentlich eine Full-Size Mahagoni-Gitarre, ist auch nicht großartig irgendwie ausgechambert oder so, weil der Korpus an sich, der ist ja schon relativ dünn. Ja, ist noch ein bisschen dünner als der von der ESP LTD Iron Cross, ne, der James Hetfield-Gitarre, von der ich auch vergangen ein Video gemacht hatte. Dann haben wir hier ein schönes Palisander-Griffbrett. Ja. Der Hals ist Mahagoni, das sieht man dann auch besonders schön an den Stellen, wo der Lack ein bisschen abgewetzt wurde. Ja, und ein kleines besonderes Feature an dieser Gitarre, ne? Also der Jan, der hat hier oben den Toggle-Switch abgeändert. Der hat da ein eigenes Teil in der Werkstatt zusammengebastelt aus Metall, ne, und hat das dann darauf geschraubt. Ne. Und die Pickups sind aber noch original, tun auch ihren Dienst, finde ich, für die Werks-Pickups einer Gitarre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja. Und okay, die Podis, die hat er gewechselt, die haben ihm nicht so gefallen im Original. Und ein schönes Feature ist aber bei dieser Gitarre, das habe ich auch eben schon demonstriert, die Split-Funktion. Ja, also damit lassen sich quasi alle beide Humbucker splitten. Ja, finde ich eine ganz nette Geschichte, wenn man es ein bisschen flexibler möchte. Ja, und ja, gut, die Tuner hier oben sind jetzt nichts Besonderes, ja, aber auch jetzt nicht so das Minderwertigste. Halten die ihre Stimmung ganz gut. Kann man nicht meckern, ne? Ja. Ja, also an den Teilen sieht man eben auch, dass die Gitarre sehr viel gespielt wurde. Ne, die Humbucker-Kappen, die sind gut angesetzt, ne? Und die Tune-O-Matic auch, und ja, das Dovetail hat auch ein bisschen was abbekommen. Ist aber nicht schlimm. Ne? Ich meine, wenn Relic, dann richtig, oder? Und wenn die Gitarre schon vom Werk aus schon ein bisschen geaged daherkam
Und der werte Jan, die oft auch Sophie auch gespielt hat auf der Bühne, kann sich absolut sehen lassen. Ja. Also, ich habe die Gitarre erworben für einen Preis von 200 Euro, meine ich, waren es, oder 250, 250 waren es gewesen. Ja. Wollte ich unbedingt haben. Ne? Hatte guten Kontakt, netten Kontakt mit dem Jan. Der hat dann auch ein bisschen Einstellarbeiten gemacht und so. Also ich freue mich, dass ich diese Gitarre habe. Ich spiele sie auch relativ gerne. Ja? Weil es ist was komplett anderes als jetzt so eine Gibson. Ja? Aber sie ist halt eben auch passiv. Ne? Das darf man auch nicht außer Acht lassen. Aber die ist okay. Ne? Die bleibt auch passiv. Damit ich so einen kleinen anderen Kontrast habe in meinem Gitarrenständer, habe ich diese Gitarre jetzt auf Standard D getunt. Da, wenn ich mal ein bisschen was Tieferes Lust habe zu spielen, damit es ein bisschen mehr knarscht, ein bisschen mehr matscht, da kommt es auf jeden Fall ganz gut. Ja, also wie gesagt, eine gute Gitarre, würde ich sagen, eine gute Gitarre für Fortgeschrittene, für etwas besser betuchte oder anspruchsvollere Anfänger vielleicht auch, ja. Aber ich finde einfach diese Set-Neck-Verbindung, das ist schon, muss schon sein. Also für jemanden, der Les Pauls mag, ist sowas hier schon unabdingbar. Also ich weiß nicht, eine Les Paul mit geschraubtem Hals wäre für mich nicht stilecht. Ja, auch wenn es keine richtige Les Paul ist, ist mir schon klar, ja. Aber halt eben Set-Neck-Verbindung mit einem Mahagoni-Hals, Mahagoni Korpus, finde ich, muss schon sein. Ne? Okay, Freunde, ich glaube, soweit kann ich dann auch nichts mehr über diese Gitarre erzählen. Ich habe sie ja schon ein paar Mal in die Kamera gehalten gehabt. Jetzt auch ein kleines Review davon gemacht. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt ihr Fragen, dann fragt mich. Ein Daumen nach oben ist willkommen. Kritik natürlich auch, ja. Positive Kritik. Und ja, wer sowas Interesse hat, kann er mal gucken. Ja, gebraucht lässt sich da vieles heranschaffen oder finden, was wirklich brauchbar ist. Besser als so manches, was es heute so gibt. Ne? Ja, okay, gut, Freunde. Dann noch einmal vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Habt ihr Fragen, dann fragt. Ansonsten lasst es, wie immer. Rocked on.